Hallo und herzlich willkommen zu GSCN, den German Star Citizen News. Mein Name ist Tracker und wir behandeln heute die Nachrichten in und um Star Citizen vom 20. August bis zum 26. August 2018. Ja, die Nachrichten kommen wie üblich vom offiziellen YouTube-Kanal sowie der offiziellen Homepage robotspaceindustries.com sowie einigen interessanten Ecken in und um dem Internet. Ja, es war Gamescom, aber aus der Gamescom als solches, weil ich nicht vor Ort war, gibt es nicht allzu viel zu berichten. Deswegen legen wir mit dem Altbekannten los, und zwar mit Calling All Devs. Calling All Devs ist das Videoformat, bei dem unsere Fragen direkt vom Entwickler beantwortet werden, und das hier waren die Fragen und Antworten. Wenn A-Corp ins Spiel kommt, sehen wir dann auch das Aran Halo Asteroidenfeld und deren Durchgänge? Sie werden als unterschiedliche Orte gehandhabt und Priorität haben absolut die Planeten. Und sie warten auch noch auf ein paar Technologien vom Grafikteam, damit es richtig gut aussieht. Wie können die Schiffe schweben in merkwürdigen Positionen, Nase nach unten, Bauch nach oben und ähnlichem? Die Manöverdüsen sind aktuell noch stärker, als sie eigentlich sein sollten. Daher ist das momentan der Fall, und ein anderer Grund ist, dass man nicht sieht, wie stark die Schubdüsen momentan auf Planeten arbeiten. Bei der Retalia sieht man zum Beispiel die Schwerkraft richtig bei der Arbeit, wenn man falsch anfliegt, weil dann hat man eine schöne Crashlandung hingelegt. Jetzt, wo richtige Planeten in Patch 3.3 angedacht sind, sehen wir sowohl normale Flugzeuge als auch Wasserfahrzeuge dieses Jahr noch? Dieses Jahr? Nein. Irgendwann vielleicht mal? Ja, eventuell. Wird es Waffenruhepositionen geben, sodass wir nicht ständig auf andere Spieler zielen bei den FPS-Waffen? Das können sie machen und wollen es auch für die KI machen, also könnte man es auch eh für die Spieler einbauen. Insbesondere, weil sie ja die waffenfreien Zonen entfernen wollen und man dann erkennen soll, was für einen Status die Wachen haben, ob sie in Alarmbereitschaft sind oder ob sie auf einen pissig sind oder ähnliches. Was sie auch machen könnten für Squadron ist, wenn ein Freund in die Schusslinie läuft, dass man dann automatisch die Waffe senkt. Beim PU wollen sie das nicht tun, weil ja theoretisch jeder ein Feind sein kann und man seinen Freunden auch in den Rücken schießen könnte. Ja, und das war's mit Calling All Devs für diese Woche, und dann legen wir direkt los mit Around the Verse oder kurz ATV, dem offiziellen Nachrichtenformat von Cloud Imperium Games, und das hier waren die News. Das Gameplay-Feature-Team hat Kerntechnologie entwickelt, das es Designern erlaubt, schneller UI-Anpassungen vorzunehmen, ohne auf das Benutzerinterface-Team warten zu müssen. Dadurch können Waffenanzeigen, Multifunktionsdisplays und mehr schneller angepasst werden. Neue NPC-Questgeber sind in Arbeit für Patch 3.3, aber ein Großteil der Missionen kommt immer noch über das Mobiglas. Deswegen haben sie sich hingesetzt und sind durchgegangen, welche Missionsarten und welches Gameplay sie in Patch 3.3 haben werden. Obwohl die Missionen bisher zufällig waren, war die Logik dahinter eher hardcoded, wodurch die Orte, an denen sie stattfinden konnten, festgelegt waren. Deswegen, damit sie nicht bei jedem neu hinzugefügten Ort durch alle Missionen durchgehen müssen und die Orte dann aktualisieren müssten, arbeiten sie daran, das System so zu überarbeiten, damit es automatisch aktualisiert werden kann. Dadurch werden die Missionen direkt die neuen Orte mitbenutzen, und als Spieler wird man dann durch das Stanton-System gejagt. Die Arbeit geht voran an den öffentlichen Verkehrsmitteln in Lorville. Und Optimierungen an Face-Over-IP und Voice-Over-IP werden vorgenommen, damit es im Spiel richtig funktioniert. Die Daten werden nicht direkt über die Spielserver übermittelt, aber dennoch arbeiten sie an Datenkompression, damit ihnen auch bewusst ist, wie viel sie an Daten übermitteln. Hierfür haben sie mehrere Möglichkeiten. Sie können mit Level of Details auch bei den Animationen arbeiten. Dies muss aber server- und clientseitig berücksichtigt werden, sodass es dann auch zueinander passt. Ebenfalls müssen sie die Tonspuren komprimieren, aber da können sie die Bitrate serverseitig steuern und beeinflussen, sodass es zu dem passt, was sie gerade im Spiel machen. Zum Beispiel, wenn sie über das Ingame-Kommunikationswerkzeug miteinander kommunizieren, also die Spieler, können die Devs eine niedrigere Bitrate verwenden, da das Werkzeug ja selbst eine Verminderung vornehmen könnte. Aber wenn jemand neben einem steht, soll der Ton dann dementsprechend auch vernünftig und kristallklar sein. Des Weiteren arbeiten sie momentan an einer dynamischen Fahrstuhltechnologie, die eine Vielzahl von Fahrstühlen im Spiel ermöglicht. Verbesserungen an der Bergbaumechanik werden vorgenommen. Momentan konzentrieren sie sich auf Widerstände von den Objekten bzw. von den Felsen und deren Stabilität.
Jetzt können sie sehr instabile Felsen einbauen, bei denen es sehr schwer ist, diese abzuarbeiten. Auf der anderen Seite, wenn man seinen Bergbaulaser stabil hält, werden die Störungen deutlich weniger und weniger drastisch ausfallen. Die Rastplätze werden weiter ausgearbeitet. Damit mehr Variation entsteht, wird mehr Wert auf Asymmetrie gelegt. Damit das besser funktioniert und Fehler vermieden werden, arbeiten sie jetzt statt mit Strings mit Tags. Tags sind auch einfacher zu benutzen, da sie in vielen Abteilungen benutzt werden und es dadurch eine gewisse Beständigkeit gibt und jeder weiß, was mit welchem Tag gemeint ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Tags auch thematisch sein können, sodass alles dann auch thematisch zueinander passt, inklusive der Übergänge zwischen den Räumen und der Werbung, die aufgehängt ist. Die Constellation Phoenix-Arbeiten gehen weiter, darunter Verbesserungen an den Landekufen bzw. deren Stauchanimationen sowie Verbesserungen am Innenraum. Ja, und das war's mit Around the Verse für diese Woche und jetzt haben wir ein kleines Shipshape-Spezial, weil wir nämlich ein neues Schiff präsentiert bekommen haben, und zwar die Crusader Industries Mercury Starrunner. Das Schiff ist schlank, asymmetrisch und schnell. Die Mercury Starrunner ist ein Datentransferschiff, aber sie hat auch Platz für Fracht. Um die Daten zu transportieren, muss man sie ja auch erst einmal haben. Entweder man bekommt sie freiwillig oder man benutzt die Scanner an Bord, um diese dann abzufangen. Für diesen Zweck hat das Schiff einen eigenen Raum, der fürs Abfangen und Verwerten von Daten gedacht ist. Natürlich hat das Schiff auch die Datenmenge, um diese Daten auch zu speichern. Deutlich mehr als zum Beispiel die Herald. Allerdings ist das Schiff auch deutlich größer als die Herald, weswegen auch nicht schwer ist, mehr Platz für Daten zu haben. Sie wollten ein asymmetrisches Schiff und da kommt die offensichtlichste Inspiration natürlich vom Millennium Falcon. Einflüsse hat das Schiff aber auch von der Starlifter und der Starliner, was das Äußere angeht. Deswegen sind sie auch durch sehr viele Skizzen durchgegangen, bis sie den passenden Look fertig hatten. Gerade bei asymmetrischen Schiffen ist die Schubdüsenplatzierung extrem schwierig, das war hier nämlich auch nicht anders. Was bei der Auswahl der äußeren Form nicht gerade geholfen hat, war nämlich diese Tatsache. Der Innenraum musste natürlich dementsprechend auch asymmetrisch sein und zur äußeren Form passen und sie hatten viel Spaß beim Design des Inneren. Es gibt zum Beispiel einen Holo-Schachtisch und wenn man dort auf einen Knopf drückt, teilt der Tisch sich und fährt ein und gibt dadurch dann Zugang zum Belüftungssystem, wodurch man zu anderen Orten innerhalb des Schiffes kommen kann. Waffentechnisch hat das Schiff zwei bemannte Türme mit Größe 2 Waffen. Die Waffen sind oben und unten am Schiff angebracht und an der Front sind auch zwei Größe 2 Waffenaufhängungen angebracht. Das Schiff ist gut für solche, die eine Freelancer und eine Herald haben wollen und beide Berufe am liebsten gleichzeitig ausüben wollen. Ja, und das war's von Shipshape und der Crusader Industries Mercury Starrunner. Und jetzt kommen wir zu Reverse the Verse bzw. zum Town Hall Spezial, nämlich dem ersten Town Hall, was live Fragen und Antworten direkt vom Gamescom Flur angenommen hat, bzw. im Brauhaus ohne Namen war das Event und da konnten dann Leute bei Speis und Trank ihre Fragen live den Entwicklern stellen. Und die erste Frage war, kann ich Menschen im Schmuggelfach schmuggeln oder ersticken sie dort? Da ist Luft drin, aber das Schmuggelfach ist in SCU-Größe gehalten, also sollte die Person auch willens sein, da reinzuklettern. Was macht die Schmuggelfächer eigentlich zu Schmuggelfächern? Man muss runtersteigen und in den Zugangsweg kriechen, dadurch sind sie versteckter und sie funktionieren auch als Köder, damit man eventuell Leute da einsperren kann. Da unten ist auch nicht nur zusätzlicher Frachtraum, sondern da sind auch Komponenten, an die man nur dort unten herankommt. Da man auch einen Hauptfrachtraum hat, wird dieser zuerst gescannt und nur mit einem sehr guten Scanner und oder mit viel Zeit wird man auch auf die zusätzliche Fracht im Schmuggelfach aufmerksam. Des Weiteren spielt auch die Entfernung vom Scanschiff zum eigenen Schiff hierbei eine Rolle. Schmuggler sollen auch die Abschirmung der Schmuggelfächer verstärken können. Man muss den Schmuggelraum auch nicht komplett ausnutzen, wenn nämlich nur ein Teil gefüllt ist, kann man die Waren auch verlegen, während der Zoll an Bord ist und das Schiff durchsucht. Es gibt viele Möglichkeiten, in den Bereich hineinzukommen und kann dann schnell die einzelnen Waren aufheben, um den Zollbeamten drumherum tragen und hinter ihm verstauen, ohne dass dieser es merkt. Allerdings, wenn der Schmuggelraum natürlich komplett voll ist, dann ist die Chance, entdeckt zu werden, natürlich drastisch höher. Steht der zusätzliche Schmuggelfrachtraum auch in den Statistiken des Schiffs? Nein, da steht 96 SCU und das ist nur der Heckfrachtraum. Im Schmuggelfach sind 3x1x1 Fächer drin und alles, was da reinpasst, könnt ihr schmuggeln. Die Waffen erscheinen ziemlich klein für die Größe im Vergleich zu anderen Schiffen der Gewichtsklasse. Warum ist das so?
Das ist Absicht. Es ist kein Kampfschiff, dafür wurde das Schiff nämlich nicht ausgelegt, sondern es verlässt sich auf seine Geschwindigkeit und Wendigkeit. Wie designt ihr ein Schiff für Datentransfer, obwohl das Feature eigentlich noch gar nicht da ist? Das ist ein ständiger Diskussionspunkt zwischen dem Schiffsteam und den Gameplay-Leuten. Da das Schiffsteam schneller ist als das Designteam, stoßen sie häufiger auf diese Punkte. Aber, obwohl die Systeme noch nicht im Spiel sind und noch nicht getestet wurden, haben sie eine grobe Idee, wie das System funktionieren soll. Und auf dieser Idee bauen sie die metrischen Daten über das Schiff und versuchen alles so nah am tatsächlichen Gameplay aufzubauen wie möglich. Natürlich wird es dann dementsprechend Anpassungen geben, sobald das System da ist, aber ihre Annahmen im Vorfeld sind schon sehr nah an der Realität. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Prospector. Das Schiff war komplett fertig, bevor auch nur eine einzige Zeile Quellcode für Bergbau geschrieben wurde. Natürlich mussten einige Sachen dann angepasst werden, aber nichts Gravierendes. Sie versuchen auch beim Design der Schiffe darauf zu achten, dass die Entwicklung des Schiffs nicht verschwendet wird, indem sie das Schiff nur für einen einzigen Verwendungszweck aufbauen, und wenn sich das dann ändert, müsste das Schiff eigentlich in die Tonne geworfen werden. Bei der Tour soll man einen Tisch mit Schachbrett. Wird der denn benutzbar sein? Auf der einen Seite soll man tatsächlich virtuelles Schach dort spielen können, auf der anderen Seite kann man den Tisch absenken und dann öffnet sich eine Luke, durch die man abhauen kann. Da man viel Zeit im Quantum verbringen wird, will Chris solche Minigames im Spiel haben, damit man die Zeit totschlagen kann. Hier habe ich eine kleine persönliche Anmerkung. Wenn ich aber Spiele im Spiel spielen will, beziehungsweise muss, warum spiele ich dann überhaupt das Hauptspiel überhaupt? Weil wenn ich Bock auf Schach hätte, würde ich Schach spielen und nicht Star Citizen. Und das ist sicherlich noch ein Problem, was einiges an Balancing mit sich bringt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, eure Meinung könnt ihr sicherlich gerne in den Kommentaren bereitreden. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wird das Schmuggelfach extra gesichert sein? Kommt auf das Schmuggelfach drauf an, was man sich holt, aber es gibt welche, die extra gesichert sind und dann müsste man ein Hacking-Minigame machen, um die Fächer zu öffnen. Kann die Mercury die Daten auch an andere Schiffe schicken und kann die Carrack oder andere Schiffe diesen Datentransfer abfangen? Generell kann jedes Schiff Daten an andere Schiffe schicken, Sprungpunkte, Schiffsdaten und andere Daten. Je nach Schiff kann das eine Weile dauern. Schiffe wie die Mercury, die Herald und Großkampfschiffe, die für Daten ausgelegt sind, verarbeiten die Daten aber schneller. Man kann es sich ungefähr wie Bandbreite vorstellen. Dekodieren ist Hardware-basierend, also Hardware auf dem Schiff basierend. Kann sich die Mercury an andere Großkampfschiffe heften, um dann unentdeckt mitzufliegen, wie der Millennium Falcon bei Das Imperium schlägt zurück? Das ist nicht geplant. Sollten sie jemals so eine Mechanik einbauen, wird es nicht spezifisch für die Mercury sein, sondern entweder wird es eine Komponente sein oder von den Landekufen abhängig sein. Und jeder da mit dieser Komponente oder den Landekufen kann sich dann an andere Schiffe hängen. Die Besonderheit des Millennium Falcon ist ja, dass das Schiff mehr oder weniger einzigartig ist. Die Mercury ist aber ein Serienschiff. Müssten dann nicht alle wissen, dass es dort ein Schmuggelversteck gibt, und wird die KI dementsprechend reagieren, oder weiß nicht jeder Zollbeamte, dass die Mercury solche Verstecke hat? Der Nerd in mir sagt, dass eigentlich der Millennium Falcon zwar auch kein einzigartiges Schiff war, sondern auch einstmals ein serienproduziertes Schiff, aber es ist einfach so steinalt, dass die Galaxie inzwischen vergessen hat, dass es die Schiffe überhaupt gibt. Und dann gab es natürlich noch persönliche Modifikationen. Aber wir reden ja nicht über Star Wars, sondern wir reden über Star Citizen. Und die Antwort dafür war: Die KI wird ein bisschen dümmlich sein, was das angeht. Einige kennen keine Verstecke, andere kennen vielleicht ein bis zwei, andere kennen alle. Das ist also abhängig davon, wie schlau der Zollbeamte ist. Aber selbst wenn man den Super-Zollbeamten vor der Nase hat und er alle Verstecke kennt und auch findet, das heißt nicht, dass man dann im Eimer ist. Vielleicht kann man den Beamten ja bestechen oder auch anderweitig entsorgen. Macht es überhaupt Sinn, Daten abzufangen und zu verkaufen, oder sollte das nicht eher die KI machen? Daten sind immer nützlich und ein Spieler ist immer besser als die KI. Beispiel, wenn jetzt jemand das reichste Mineralienvorkommen in der Geschichte der UI gefunden hat und verkauft diese Daten an jemand anderen, man ist aber selbst mit einem Datenschiff in der Nähe, dann kann man diese Datentransfer auch abhören und die Daten dann selber verkaufen oder nutzen. Eine dreigestellte Frage, ich habe sie entsprechend aufgeteilt. Die erste Teilfrage war: Wofür sind die Schmuggelfächer offiziell? Offiziell sind es tolle Orte, um Ersatzteile zu lagern. Da sich Teile ja auch abnutzen, braucht man eben auch zusätzlichen Raum, wo man Sachen ablegen kann, der nicht unbedingt in den Frachtraum reingehört. Und
Mehrere Schiffe sollen solche Orte haben. Gerade die größeren Schiffe wie die Hammerhead oder die Idris haben solche Abteilungen. Vorteil der Mercury ist halt, dass sie besser abgeschirmt sind vor dem Scannen. Teilfrage 2. Können wir solche Schmuggelfächer auch an anderen Schiffen anbringen? Wahrscheinlich können wir das nicht. Dritte Frage ist, kommen noch mehr Schiffe mit solchen Funktionen ins Spiel? Einige Schiffe ja, andere Schiffe nein. In der Lore gibt es Stories, wo Schmuggelware in anderer Fracht versteckt war. Geht das auch im Spiel? Ja, sowas wollen sie einbauen. Was für andere Inspirationen außer dem Millennium Falcon gab es für die Mercury? Kampfstern Galactica, Star Trek und Tarnkappenbomber in der heutigen Zeit sowie die Normandie aus Mass Effect. Können wir elektronische Köder auslegen, um Zollbeamte weg oder zu bestimmten Orten hinzulocken? Eventuell, und dann wird es interessant, wie die Mechanik der KI ausgelegt ist. Wenn man zum Beispiel einen Köder in eine Kiste Bananen packt und die KI sich das anguckt, könnte es dann sogar sein, dass sie wieder geht, also komplett ihre Sachen packt und geht, weil sie annimmt, dass der Scanner kaputt ist oder sie nur ihre Zeit verschwenden. Diese Geräte, also diese Täuschgeräte, wären aber sehr teuer und wahrscheinlich hätten sie nur eine Einmalbenutzung. Aktuell ist das Gameplay ja wohl so, dass wir bei den bestimmten Landeplätzen landen und dann durch den Zoll müssen. Können wir auch außerhalb landen und dann ohne Zoll in die Stadt marschieren? Ja und nein. Den Wachen auch ausweichen ist eine skillbasierte Geschichte. Ein Beispiel wie zum Beispiel Lorville aufgebaut ist. Die Hauptlandezone und der Zoll da sind sehr tough. Da kommt man mit Schmuggelware nur durch Glück oder mit State-of-the-Art-Equipment durch. Aber wenn man jetzt außerhalb landet und dann mit einem Fahrzeug zu den Außenbezirken von Lorville fährt, da sieht das Ganze nämlich anders aus. Es gibt zwar Sicherheit, aber die ist nicht so gut wie auf der Hauptlandezone. Für jeden Schmuggler gibt es mindestens auch einen Spieler, der den Schmuggel verhindern will, und die lernen ebenfalls die gleichen Tricks und Kniffe wie die Schmuggler, also aufpassen. Da Drake so einen schlechten Ruf hat, wird das jetzt auch bei Crusader Industries der Fall sein? Es ist ein Datentransfer und Frachtschiff, da ist absolut nichts Böses dran. Hust, hust. Ist die Mercury ein Solo-Spielerschiff oder für mehrere Spieler ausgelegt? Es ist für insgesamt 3 Spieler ausgelegt. Ein Pilot, ein Co-Pilot und ein Mechaniker bzw. Frachtmeister. Aber man kann das Schiff auch komplett alleine fliegen. Was für Fahrzeuge passen rein? Es hat eine Frachtrampe und man bekommt die Noxus, die X1 und Dragonflies rein. Die Greycat sehr wahrscheinlich auch, aber der Rover und die Cyclone passen definitiv nicht rein. Challenge accepted. Können wir die Fracht oder Daten per Notabwurf abwerfen? Die Daten kann man schnell formatieren, wie bei der Herald ja auch. Frachtraum ist normaler Frachtraum, aber man könnte ja einen Druckabfall erzwingen, um die Fracht rauszupusten. Wie wird das Datentransferzeug eigentlich funktionieren? Das muss noch ausgearbeitet werden. Man scannt Sachen, bekommt die Daten. Die Daten werden auf der Hardware gespeichert und um die Daten zu transferieren, landet man entweder und verkauft es dann an die Station oder sendet sie an andere Schiffe im All. Die Daten bekommt man meistens auf die Ferne, also dass man eben Sachen scannt und ähnliches. Ja, und das war's mit Reverse the Verse für diese Woche und das war's auch mit GSCN für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In diesem Sinne ein ganz, ganz dickes Danke an alle Patronen, an alle Zuschauer und an alle, die brav die Videos teilen, liken und abonnieren. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als vielen herzlichen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit zu sagen. Und wie üblich, Fortsetzung folgt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tracker.